Eppo, 90 plus 3, dann hast du zugeschlagen, 1:1 hier beim VfB Stuttgart. Wie bewertest du das Spiel? Ja, wir wussten eigentlich von Anfang an, dass wir über das Kämpferische kommen müssen. Vor allem die Platzbedingungen waren auch nicht gerade überragend. Und ja, es war ein, glaube ich, ausgeglichenes Spiel. Wir hatten ein paar Chancen, Stuttgart hat auch ein paar Chancen. Gut, dann haben wir eine dumme rote Karte bekommen. Ja, und aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dann nochmal Moral bewiesen haben und dann nochmal uns zurückgekämpft haben und dann zumindest einen Punkt mitgenommen haben. Auch in Unterzahl fand ich, was ihr die bessere Mannschaft und was der verdiente Lohn. Erste Halbzeit wart ihr da auch gut drauf und habt leider die Chance nicht genutzt. Ja, das kann man so sagen. Aber ich denke, die erste Halbzeit war eher so ein bisschen ausgeglichen. Und überraschenderweise waren wir dann, also wo wir dann zu zehnt waren, haben wir es dann eigentlich besser gemacht und waren eigentlich fast immer nur in der gegnerischen Hälfte. Ja, und ich würde mal sagen, dass wir es uns auch verdient haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen.